Ah ja. Oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Da hätte ich jetzt so Bock drauf gehabt, ey. Oh, da hätte ich so Bock drauf gehabt auf den Kill. Ich hätte so gern den verschissenen Stack-Kill gemacht am Anfang. Fuck, ey. Aber das geht nicht. Oh? Hm. Ah ja. Jay lebt noch. Ja, ich bin auch erstaunt, dass ich noch lebe. Bram war es nicht. Andi, zähl mal. Okay, Leiche im Labor. Was? Ja, dann machen wir Mike, bevor das Licht ausging, waren Mike, Dizzy und Ray rechts. Ray lief dann auch nach links raus, Dizzy wahrscheinlich nach unten oder durch den Vent weg. Nee, ist Jay auch nach rechts gegangen? Nein. Ich? Nee. Du kannst bei Licht aus, aber auch schön mit dem Vent rein, ist das Problem. Ja, aber nur von außen. Also diese. Wie lange sind die Leichen denn da, wo wir liegen haben? Also Moment, Entschuldigung, warte mal kurz. Wie lange dauert es, bis Lifelines ansagt, dass... Sofort. Ist es instant? 2 Sekunden. Ja. 2 Sekunden. Alles klar, Dizzy hat den Kill nicht gemacht, weil ich ihn schon unten bei Dekon gesehen habe, bei Spicy Man. Kann man Lab reinwenden? Ja, unten bei ja, ja. Sogar okay, also ja. Kurz zur Zusammenfassung. Also das, was Andi gesagt hat, das stimmt. Dizzy war oben, Mike war oben, ich war oben. Als es light war, bin ich raus. Dann wurde es light gefixt. Ich wollte aber trotzdem weiter, einfach mal gucken. Andi kam mir entgegen. Kurz danach kam der Report. Also, Konstellation ist, entweder war es Dizzy, was jetzt anscheinend durch Jay geproved ist, entweder ich, Andi, der jetzt einfach Kill-Self-Report, oder halt einer, der halt rein gewendet ist. Aber Jay, ich stand halt super lange an Lifelines, hab das gesehen, dann ging das Licht aus, dann ging es, glaube ich, wieder an oder so, und genau dann in dem Moment ist quasi die Leiche gekommen. Dalu war auch da und hat zumindest die Leiche von... Dalu, ja, nicht hier und da. Dalu aber war Jay, Admin, wie hast du dann Dalu das Specimen gesehen? Ja, dann bin ich runtergelaufen, weil ich dann Specimen gegangen war, weil sobald die Leiche gekommen ist. Also der stand Weg Dalu die ganze Zeit, Admin? Das wollte ich wissen. Nein, er muss aber schon Ordenszeit dazwischen sein. Ach, das war links, gar nicht. Jetzt links unten und hat den Müll rausgebracht. Ja, das kannst du voll einfach machen. Du kannst gucken, wer oben rechts ist. Ja, und wenn ich bin da easy reingewendet, hab den gesnackt. Dann bin ich wieder zurückgewendet. Moment, wen müssen wir? Ah, keinen. Ich nehme auf Jay. Vor allem, das passt halt nicht. Dalu war doch richtig. Nein, war es nicht. War es nicht. Okay. Mann, ey. Hier weiß ich halt echt nicht, wie ich da vorgehen soll. Okay. Mal gucken, ob wir eventuell hier jemanden... Oh, der ist schon weg. Fuck! Ich kotze! Nein! Fuck, der ist schon weg! Nein! Nein!
Oh Mann. Ich bin so am Arsch schon wieder. Scheiße. Oh, hier sind halt auch wieder keine einzelnen Schäfchen unterwegs. Ich kotze! Wir haben alle bestimmt schon 572 Tasks erledigt. Hier blieb mir jetzt nichts anderes übrig. Kannst du das Light machen? Sehr gemütliche Killer. Uiuiui. Da passiert nicht viel. Einer will sich ein Alibi erspielen bei einem Crewmate und der andere muss die Kills machen. Ich bin's nicht. Ich würde es erwähnen. Also ich verdächtige diese Runde leider Bram, aber wenn Bram mich täuscht, bin ich aber böse. Nee, also ganz ehrlich, Sven, Ray und ich, wir sind drei geile Bros. Ich sag auch nicht, dass ihr den Kill gemacht habt, also dass einer von euch den Kill gemacht hat. Nee, gar nicht, keiner von uns, Dalo. Nee, glaub ich gar nicht. Kann ich rausreden, keiner von uns drei ist Imposter. Ich glaube, dass der Erste, ja, das will ich, das will ich nicht. Also meine Theorie ist, entweder trollt Dalo genauso rein wie ich und macht gar keine Aufgaben, oder Dalo ist Imposter, weil er auch die ganze Zeit mit rumläuft. Relativ viele Aufgaben. Ich hab zwei Aufgaben. Trollst du Jay? Was soll das? Ja, weil ich die ganze Zeit hin und her laufe und Dalo beim Killen erwischen bin. dann wirst du aber nicht fertig werden. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Also Andi kann es nicht gewesen sein, der Kill auf jeden Fall. Also ich verdächtige nebenbei auch noch Dizzy. Oh, wo kommt das jetzt her? Dizzy kam aus dem Specimen raus oben im Lab, dann habe ich mich hinterm Tisch versteckt. Dann bist du da auch hingelaufen, dann bin ich schnell reingerannt. Und dann kommst du nochmal hinterher, Specimen, warum? Ja, weil ich gucken wollte, was du da gemacht hast, weil du hin und her gelaufen bist. Ich wollte mich vergewissern, dass da... Guck mal, wie viele Leute da bei dir suspicious sind. Da hast du vorhin nicht sagen wollen, wo du warst. Weil ich glaube schon, dass du das bist. Na, ja, das ist nie irrelevant. Ja, Jay Lee, Entschuldigung, wo lag die Leiche? Leiche liegt im Lab. Eingang. Ah, okay. Oh, der war dadurch vorhin ganz viel. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch richtig lange am Reaktor gestanden, weil keine Sau nach links gegangen ist. Welchen Eingang? Oben, wenn du vom Dropship nach rechts gehst. Okay. Also was, dadurch, du hast Reaktor rechts gemacht. Also wenn wer auch immer Imposter ist, ich bin fertig, ja? Also ich muss noch ein bisschen fertig. Aber Bram, hast du nicht noch sechs Aufgaben? Ich hab noch sechs Aufgaben oder so. Ja, Jay und Bram haben noch sechs Aufgaben, ich verstehe. Ich hab auch noch sechs oder so. Also ich brauch noch. Ich lauf mit meiner Dreier-Crew die ganze Zeit rum, weißt du? Ja, easy. Aber drei ist mir ein bisschen zu viel. Liebe Imposter-Freunde, ihr könnt mich jetzt killen im Lab. Da gehe ich jetzt hin. Selbstmord geht aber nicht, Jay. Deine Chance, Dizzy. Hallo, ist es. Pepper Jay. Ey, das kann nicht wahr sein, dass der das anhand solcher bepissten Scheiße rausfindet. Mal gucken. Ich bin ein bisschen aufgeregt. No! Wieso, Dalu, läufst du weg vom Seismic? Weil der Seismic relativ lange an ist, ich relativ viel Zeit hatte, ich auf den Lifelines gesehen hatte, dass der Kill an Blau gerade gefallen ist, als ich an Lifelines war. Und Blau, die Türen oben rechts am Matt waren zu, deswegen bin ich da eingegangen, um die Leiche zu finden. Blau? Andi, wen von beiden hast du gefunden? Blau lebt doch noch.
Dadurch ist das schon seit ewig. Ja, aber dadurch ist das schon der erste. Ich habe einen Kill live gesehen. Dadurch ist nicht ewig tot. Stimmt, nee, hast recht. Wen hast du gefunden? Ich habe Sven gefunden in O2. Dadurch ist danach gestorben. Sven war die erste Leiche. Wo hast du dich denn mit Dadurch getrennt? Wo ist Sven gestorben? O2. O2. Wir hatten uns getrennt im Lab. Doch. Jetzt die Story nochmal. Im Lab wart ihr noch zusammen. Wo habt ihr euch getrennt? Im Labor. Ich habe Dadurch und Andy auch im Labor gesehen. Genau, und ihr seid beide Spezimen alleine gelaufen. Ihr seid beide Stimmt, Dadurch kam aus Spezimen raus. Und ich dachte noch so, oh, das ist ein geiler Flow gewesen, wie ich dann nach Spezimen reingekommen bin. Und Andy und Dadurch waren dann alleine. Die sind Andy und Dadurch waren beide im Lab und sind dann beide links aus dem Lab raus. Das heißt, also im Lab könnt ihr euch nicht getrennt haben. Also Andy, die Geschichte nochmal. Nein. Also wir verlieren die Runde. Weil ich bin rausgegangen aus dem Lab, Dadurch war noch drin oder er war so hinter mir, dass ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich bin alleine rausgelaufen. Bram, wie konnte Sven denn sterben, wenn ihr zusammen rumgelaufen seid? Bin ich zusammen rumgelaufen mit dem. Ich bin, nachdem Andy und Dadurch halt aus Spezimen rausgegangen sind, dachte ich mir, geil, Jay ist tot. Gehst du mal den holen und sagst, Andy oder Dadurch waren's. Jay lebt aber noch. Als Seismic war. Also ich habe auf Seismic hab ich geschissen und bin halt unten ins Spezimen reingegangen, weil ich dachte, Andy und Dadurch haben vielleicht Jay und oder also noch jemanden Bram gekillt. Bram und Jay verdächtigen beide Andy, ja? Nee. Nee. Ich kann nur sagen, dass ich Andy und Dadurch zusammen gesehen habe, mehr nicht. Genau. Verdächtige immer noch dich, Dalu, für den ersten Kill. Ich auch. Also, von meinem Bauchgefühl sagt mir, es ist auf jeden Fall Bram, wenn jetzt gegen Andy geschossen wird. Andy wäre möglich. Das ist dein Bauch falsch. Aber ich sag, also wir müssen ja bauen. Dizzy, Dizzy sagt gar nichts. Ich war oben an Seismic dran und hab die Hand draufgelegt. Ich hab die Hand auf Seismic draufgelegt. Dizzy, ich hab dich vor mir Communications gesehen, das war's. Wow. Ja gut, haben wir wieder verloren, nicht schlecht. Ja, Dalu hat so viele Sachen gesagt, der ist... Ja, genau. Ja. Du hast erst Bram, dann Dizzy genommen. Nein. Das heißt... Also nice doch, one, Dizzy und Ray. Oh Gott! Hallo! Kaum bin ich nicht auf der Kack, ich dachte schon besser noch, mit dem Imposter. Es muss Dalu sein! Ja, ich habe am Ende noch den richtigen gewotet. Das ist so ärgerlich, Dizzy und Ray hatte ich in Runde 1 für mich beide als Imposter. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir durch die vorherige Runde gedacht, nee, komm, nicht so auf die beiden stürzen. Okay, danke. Andi, du musst dich committen. Ja, wenn du einen hast wie Dizzy und Ray, die kleinen Snitches, der guckt dir doch recht auf den Weg. Ich wusste sofort bei Ray. Na klar! Ja, klar! Du, aber, wir können mal zurück. Guck dir mal dieses grüne Kondom an. Ray ist auf keinen Fall. Oh. Oh. Ja, jetzt noch eine Runde Imposter. Gott, oh Gott. Ich muss mich echt ein bisschen zusammenreißen, weil das ist in dieser Gruppenkonstellation echt nicht so einfach. Irgendwie die Leute abzumurksen. Mir ist an den, alle auf der Seite hier. Ich
Ich hab's auf der Cam gesehen. Ich hab's Tito, auf der Cam gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste das doch easy ja, zu lösen sein. Ray mit dem aber wer ist dran vorbei? Ja, was? Nein! Ich hab mich halt so erschrocken. Ich bin gerade echt über Sven drüber gelaufen, oder? Kann das sein? Mike war es nicht. Nee, Sven steht unten bei den, oder liegt besser gesagt, bei den Ventilen. Schon. Genau. Ich hab einen Report gesehen. Ich hab's auf der Cam gesehen, dass den Mörder. Dass die Hüte-Leute böse sind? Ja, wer denn? Ja, sag ich ja nicht jetzt. Könnte mir ja irgendwas anbieten als Crewmate. Aber unabhängig davon. Ja, es ist Dizzy. Ich wir claimen dein Video nicht. Und der andere. Okay, es ist Dizzy. Und der andere. Es ist nicht Bram. Es ist nicht Bram. Mike. Warum? Ja, er wurde random ausgewählt am Anfang der Runde. Achso. Ja, aber eigentlich müssten wir es auch so fast schon einschließen können, weil es sind ja alle am Anfang, oder die Anfang, die ganze Runde. Ja, was willst du nur einschließen? Es ist einer tot. Ja, also der habe ich das Teil gesehen aus dem Augenwinkel oder ist Andi da gerade noch drüber gelaufen, während der tot war? Oder war das also Mike? Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich bin runtergelaufen. Bei mir kam der Report-Button. Ich bin dafür, dass wir den nicht voten. Ich war es auch nicht. Ich hatte aber die Karte offen, habe die Karte geschlossen und dann wurde reported. Nicht roten. Nein, roten? Nee, Dizzy hat eben gerade eine Posterrunde gewonnen, da kann ich es auch rausfinden. Ja, irgendein anderes Mike, wenn wir noch wollen. Wenn man auf der Cam killt. Ja, Luca, du Blödmann. Der kriegt eine zweite Chance. Du hast auch ganz viele Chancen gekriegt. Ja, also ich hab nie auf einer Cam gekillt. Ja, echt mal. Ich bin für eine Second Chance. Das ist New Life-Regel für mich jetzt. Wenn jetzt diese Besprechung vorbei ist, weiß ich nicht mehr, dass Dizzy war. Dann brauchen wir euch neue Beweise. Ich hab auch gar nichts gemacht. Ich habe legit nichts gemacht. Ja. Mehrere Leute sind nicht auf einer Cam, Dizzy. Mike, du müsstest skippen, damit er noch eine Chance hat. Nee, ich vote dich einfach aus Prinzip. Dann fliegt er aber. Ja, aber so ich glaube, der Vote hat nicht so viel ausgemacht. Das gibt Claims auf all euren Kanälen, ihr Schweine. Oh Mann, ich vergesse mir die Kameras auf dem Ding hier. Fuck, ey, ich kotze. Richtig reingeschissen, ey. Das war die zweite Woche hintereinander, wo ich in den Camps auf dieser Karte entdeckt wurde. Ich kotze, ey. Was ein Scheiß, ey. Oh, Mann. So, damit die Impost... Oh, jetzt ist einer. Den richtigen, oder? Okay, pass auf. Nein, ist keine Chance. Sie haben rausgebotet. Damit die Imposter jetzt noch eine Chance haben, der eine, der noch da ist, können wir jetzt einfach, jeder muss jemanden voten. Ja? Alle wir schauen mal, jeder, ja, okay, das, ich habe schon gedacht, dass sowas so passieren wird. Bringt. Es ist okay, ja, aber wie gesagt, jeder votet jetzt mal irgendjemanden. Für den nicht so geilen Cocktail, den er mir gegeben hat. Ich vote die Monster AG, weil ich mir sicher bin. Alter, da, Luca! Das ist du bist der Blaue, wie heißt der Blaue im Monster AG nochmal? Es ist Sullivan, oder? Du bist Sullivan, meine Freunde. Du bist mein Monster, ich schicke dich Jay, der kommt hier aber nicht, damit er dir schmeckt, sondern weil das der dich repräsentiert mit dem Salz. Ja, aber ich mag eher die, ich will aber die Frucht, ich bin eher so ein fruchtiger Typ. Du bist nicht fruchtiger. Wie Salz drauf. Salzfrucht. Hallo? Ich bin random bone hier. Okay, Jay, nicht skippen, ne? Nicht skippen. Jay, sag das so Schalke. Ich hasse Schalke. Schalke ist Schalke. Mein Gott. Warum hast du dann blau genommen? Ihr seid doch hier! Warum jetzt? Okay. Ich hab's nicht Jay gewonnen. Ist er jetzt der Zweite? Ich weiß, Schalke mag. Jay mag Schalke. Oh shit. Oh Mann. Oh Mann, ey, was für eine Runde. Da hab ich richtig reingekackt. Oh shit, machen wir die das nochmal? Die jetzt durch bis Ende, oder wie? Ja, da machen wir jetzt nicht durch bis Ende. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich mich jetzt für den Imposter schön säuberlich präsentiere am Start. Da laufe ich jetzt einmal kurz vorbei, ne? Ich wollte nur kurz mal gesagt haben. Beim Launchpad, alles. Das ist alles. Ja, Mike, dann deine Chance. Hoch zum Moderator. Ja, jetzt können wir alle noch da spielen und dann ist gut. Aber Moment. Tote Menschen sprechen nicht. Das Ding ist, das machen wir nicht nochmal. Nee, das machen wir nicht nochmal. Wir skippen jetzt alle. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch voll assig, einfach jemanden rauszuwoten. Ich vote den Panther. ich vote Schmachmurat. Ich finde Random Votes finde ich echt nicht cool. Ich hasse euch. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich hab's Skip gemacht, Dadosch. Ich auch. Ja, Dito. Nee, wirklich auch. Ja, okay.
Hallo, kill me specimen. Ich, jetzt mal gucken. Stellt sich Bram da wirklich hin? Der stellt sich da wirklich hin. Der stellt sich da wirklich hin. Der stellt sich da wirklich hin. Geiler Typ, ey. Der stellt sich halt wirklich original dahin. Und Andi nimmt's nicht an. Andi nimmt's einfach nicht an. Okay. Ich bin enttäuscht, da stehe ich am Start und niemand kommt. Der Killer war das Beste, Ben. Nein, bei Weapons irgendwo, ne? Vor der Tür, glaube ich. Genau, Weapons und Communications. Ja. Und da war Dardosch, ja. War Weapons zuletzt. Das heißt, entweder das ist ein Drive-By gewesen. Deswegen oder Dardosch. Aber das macht ja keinen Sinn. Dadurch schwärzt ja nicht irgendwie an. Deswegen, komm, damit das nicht so schwer ist für den letzten, kannst du nochmal random einen rauswählen, aber nicht Dardosch. Also, Ray, wir waren zu zweit Weapons und ich hätte dich da getötet, weil du Weapons warst. Das macht keinen Sinn. Außerdem habe ich Dizzy rausgeschmissen, du kannst mich nicht verdächtigen. Nee, mach ich auch nicht. Alles gut. Ray ist vor mir raus. Maxi stand dann links neben Weapons an der Tür und hat reingelinst. Also er hat selbst ein bisschen observiert. Und der Kill ist ungefähr, ich würde sagen, 3-4 Sekunden alt, weil ich bin zu Specimen gelaufen und da war er schon tot. Das heißt, von Weapons zu Lifelines, meine ich, ist er getötet worden. Also ich bin an der Base in Communications rein nach Weapons und habe dann den Upload genau gemacht. Welche? Genau vor Communications und Weapons, also unter südlich von Communication Eingang. Und da stand er auch noch, als ich rein bin und als ich wieder raus bin, lag er tot da. Also statt also hat sich quasi nicht statt gesehen, killt er immer Dadokrat. Es muss eigentlich Dadokrat sein, ehrlicherweise. Und mich. Das heißt, Mike oder Andy sind es für mich. Und für mich ist das in dem Augenblick eher. Wir haben nur einen. Nicht. Also es gibt jetzt nochmal den Vote, ne? Und dann. Leute, das ist rein. Ein Dadokrat. Aber wenn wir. Wer auch immer aber wenn wir. Imposter ist, ich schwöre, ich werde dir nicht verraten beim nächsten Mal, wenn ich das mitbekomme. Okay, Mike, nutzt die Chance. Okay, alles klar. Ja. Also wenn ich ihn kill, du kannst nicht mehr killen. Ich grinse mir einfach nur einen. Wir sind ja uns ja sicher, dass es Dizzy war. Das heißt, dann ist doch jetzt schlauer zu skippen, bevor wir jetzt hier random jemanden falsch spielen. Also unabhängig davon, also selbst wenn wir uns sicher sind, dass Dizzy es sind, also das haben wir ja theoretisch nur Dardosch und noch mehr gesehen, sollten wir trotzdem einvoten. Das ist mir zu risky. Ja, weil nur Dardosch und Jay haben irgendwas auf den Camps gesehen. Dardosch, sag doch mal bitte, dass du Schalke magst. Warte, ich will jetzt rausvoten, Dardosch? Okay, ey, nee, Dardosch ist Crewmate. Warte mal, Dardosch, willst du mich jetzt rausvoten? Ich hab auf Ja, du bist gerade rausgevotet, Dardosch. Dardosch mag Schalke. Dardosch ist ja schon ab und zu mein Name. Nee, Andi ist geworden, okay. Okay. Muss ich jetzt hinterher rennen im Poster? Mike, rosa, oben rechts. Egal, da du bist safe. Komm, snack dir, Dardosch. Snack in dir. Snack in dir. Snack in dir. Warum ist nicht oben? Wo ist denn Andi? Hä? Das habe ich ja. Ui. Schön, schönes Ding. Oh lol. Bram. Okay, Bram zieht wirklich durch. Ja, dann lasse ich euch ja nicht warten, ne? Mike, was war das gerade eben? Hast du Angst gehabt? Bist du von dem Mord wieder weggelaufen oder was war das? Zwei tot, Dalu und Ray. Du hast Dalu gefunden, wo denn, Dardosch? Also, Ray ist tot. Ja, eben. Wenn er schon länger Dardosch tot war. Dizzy ist auch tot, by the way. Ich sag das nur mal, Bram, nur für deine Info.
Dalu ist bei den Lights Out gestorben. Ich stand die ganze Zeit auf seiner Leiche. Die ganze Zeit. Bei Admin Tadish. Und Mike kam kurz rein, ist wieder rausgelaufen. Aber der andere Kill ist jetzt just in dem Augenblick passiert. Ja, also ich kann sagen, dass ich Lichter gemacht habe. Hinter mir waren Bram und Ray. Andi kam zuletzt. Dann bin ich runter Richtung Admin Table, musste eine Tür aufmachen. Das war alles eingesperrt da drin. Ja, ich bin damit Dingern gelaufen. Bram und Andi sind jetzt zusammen gerade? Ja. Das heißt, Mike ist der Killer. Nee, dann heißt es eigentlich, Dalosh ist der Killer. Achso, ich, der Dizzy quasi auf den Camps gesehen hat, zu ihm gelaufen ist, ihn reportet hat, rausgeschmissen hat. Ja. Also wenn Bram, hatte Mike also in Runde 1 verdächtigt. Also selbst wenn es Bram oder Andi sind, müssten wir Mike voten, warte einfach kurz, nur, Bram, weil Dalu ihn raushaben wollte. Bram, kannst du Andi saven für diese eine Runde jetzt hier, komplett? Ich kann sagen, dass ich neben Andi stehe gerade. Und davor, der Kill konnte nicht eben gerade passiert sein? Also Ray war ja noch im Leben, Bram. Also nach Lights Out waren Bram und ich halt die ganze Zeit zusammen. Ja, dann, ne? Nach Lights Out habe ich Andi die ganze Zeit, glaube ich, auf meinem Bildschirm gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es Dadosh ist. Ich hätte gedacht, es wäre Andi, aber dann ist es Mike wurde von Runde 1 verdächtigt. Bram, stell mir irgendeine Frage, ich beantworte sie dir. Komm. Okay, ja, die Frage ist, wen will ich denn jetzt? Mike. Ja, natürlich Dadosh. Geh mit dem Herz. Andi, ich will Mike, oder was? Ich hab dich noch nie verraten, Bram. Ich will Mike, ja. Alles klar. Bram, ich hab dich noch nie verraten. Wieso tust du mir das an, Bram? Hey, wenn Andi hat gesagt, ich soll nicht voten. Ja, aber Andi hat doch keine Ahnung. Pass auf. Ja, doch. Ich liebe dich, Bram. Schwierig. Was ist das für eine Scheißrunde? Oh nein. Bram bleibt. Bram geht. Nee, Bram geht nicht reporten. Ja, okay, super, 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 gut aufgepasst. Töte ihn, los, töte ihn. Töte ihn, der Kuhhörn ist weg. Oder töte Bram, töte ihn. Bram einfach MV fucking P, ey. Beide Killer. Mega gut. Bram hat doch gesagt, Camps. Er bleibt dem Imposter treu. Ja, ich hab gesagt, das war mir schon klar. Und Mike sagt, Bram hat genüsslich zugeguckt, wie Andi mich abgeschnitzelt hat. Ja, ich stand genau daneben. Ich hab die Andi die ganze Zeit auf meinem Bildschirm gesehen. Und als Mike gefragt hat, ob ich ihn schützen kann, habe ich gesagt, ja, kommt drauf an. Also gesehen habe ich Andi die ganze Zeit. Ja.